Moin, Sympamarillos. Mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Raps Play. Ich habe ein paar Nasentropfen eingeschmissen und Hustensaft getrunken. Und jetzt bin ich bereit, weiter zu zocken. Ich bin mal gespannt, wo ich stehen geblieben bin. Wir gucken nach. Die Ladezeiten sind ja Gott sei Dank nicht so lang. Seht ihr, da sind wir schon drin. So. Darüber muss ich... Ah, genau hier an dem... Was ist denn da? Sind das Silos? Ab ins kalte Wasser mit dir. Okay. Wir haben ihn wirklich gefunden. Sieht so aus. Die Räumtruppe. Den habe ich mir geklaut. Und tschüss. Oh, Lara ist so brutal. Die böse Lara Croft. Hier liegt doch bestimmt noch Kram rum hier in dem Lager. Ich weiß, Lara, die ist kalt, aber wir müssen erstmal hier das Zeug untersuchen. Hol mal den Bogen raus, der gefällt mir besser als die Pistole. Ah, eine Kiste. Öffne die Kiste. Und? Teil 3 von 4. Vollautomatik-Flinte. Wenn das nichts Geiles ist, dann weiß ich auch nicht. So, ba-ba-ba-ba-ba. Wir gehen mal hier lang. Warst du mit Konstantin unten in Syrien? Ja, ein ganz schönes... Da sind drei. Zusammen mit den anderen ab? Noch nicht. Wir halten die Augen offen und drehen unsere Runden. Wir werden das ganze Grab über uns einstürzen lassen. Die macht ihn ganz schön zu schaffen. Nice. Hey, hilf mir hier mal. Oh. Alter, wie ich die fertig mache. Und zack. Guck mal, der hat gehockt und wenn ich den attackiere. Sollen wir mal einen Giftpfeil machen? Oh fuck. Verrecken die davon? Ein Giftfall, sind die tot. Wie geil ist das denn? Wer ist das denn? Da stelle ich mir noch ein paar von her. Kostet ja nur ein bisschen Pilze, Stoff und so ein Zeug. So, was ist mit dem Tank hier? Lass mich mal gucken. Werf mal das Handy weg. Au! Okay, einen muss ich noch finden. So. Die plündere ich ja automatisch, die Boys. So, ich guck mal auf der Karte. Haben wir irgendwas angezeigt? Nee, wir müssen geradeaus. Dann gehen wir doch geradeaus. Ich mag aber das Gebiet hier, so im Schnee, die Leute killen, das macht mir Bock. Das finde ich das Coolste an Tomb Raider. Da oben ist die China-Flagge. Ah ne, die muss ich ja nicht anzünden, die muss ich... Das ist ein Heli-Landeplatz. Da gibt's aber nichts. Okay, wir müssen nach da ganz oben. Gibt's hier was zu finden? Anscheinend nicht. Doch, hier. Ein Relikt. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Wo? Ach, da. Ja, zeig mir mal den Knochen. Zeig mir den Knochen. So? Nein? Wie möchte sie es denn? Wie möchtest du es denn untersucht haben? Hallo? Hier ist doch was. Hier ist ein Knochen und da hinten steht was drauf. Da. St. Peregrinus. Schutzpatron der Todkranken. Gut. Jetzt ist das Spiel direkt viel besser geworden, wenn ich das weiß. Und da liegt noch was zu lesen. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte,
dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Noble Pläne, der gute Mann, aber keine humane Vorgehensweise, die er an den Tag legt. So, Lara, da haben wir wieder eine Leiter. Und wieder hast du Probleme mit der Leiter. Ja, man sieht's. Jetzt. Sie ist abgebrochen. Die Leiter hat sich einen abgebrochen. Da liegt doch noch was. Okay, still! Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Ja, da steht auch was drauf. Aber was? Könnt ihr es lesen? Nicht, weil ich halte sie auch falsch rum. So, und dann drehen. Och, Lara, du brauchst aber heute lang, um das zu untersuchen. Auf jeden Fall ist da das Trinity-Zeichen. S 0. Komm, Lara, das schaffst du. Lara, enttäusch mich nicht. Es geht alles auf die Spielzeit. Es geht alles auf die Zeit der Zuschauer. Denken sich, oh, die Folgen sind so lang, weil der die ganze Zeit die Patrone rumdrehen muss und weil Lara das nicht lesen will. Ah. Hallo. Das ist echt blöd gemacht. Früher ging das besser. Bei den ersten Folgen, da hat die es direkt beim Lesen schon erkannt. Ja, ich untersuch doch. Hier. Ey, wenn das jetzt nicht macht, dann ist mir egal. 3, 2, 1. Okay, dann nicht. Ich weiß nicht, warum das manchmal nicht klappt. Haben wir hier Lampen. Durchsuchen Sie die Wetterstation. Mit Vergnügen. Da haben wir was zum Vorlesen. Machen wir das auch noch. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen. Ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Ja, dann kannst du dich ja auch gleich selber retten, oder nicht? Und noch was zu lesen. Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen, kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Und ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Lara, Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange, und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst und das hier hören kannst. Ich bleibe außer Sicht. Solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Dann bau dir doch einen. Mach ich doch auch immer so. Hier ist eine Leiter. Da geht's nach oben. Schauen wir mal. Eine Klappe. Ah, der Atlas.
Machen kaputt. Fügen Sie sich Gottes Willen. Wenn Sie hier predigen wollen. Jonah. Alter, was denn hier passiert? Betreten Sie den Gefängnisblock. Okay. Trotzdem sehe ich mich hier noch ein bisschen um. Festgehalten. Da steht einer. Kurz einen Pfeil in den Kopf. Da kann ich niemanden sehen. Hier gibt es aber Pfeile, das heißt, hier wird wieder geschossen. Hakenaxt. Okay, dann los. Oh shit. Gibt's hier noch was? Nein. Alter, Lara, du bist doch verrückt. Ah, Gas. Wasser. Okay, raus hier. Raus hier, Lara. Okay, weiter hier runter und hüpf. Oh, da steht einer. Nice. Den habe ich erledigt. Karte. Geheimnisse entdeckt. Oh, ich bin an vielen Geheimnissen vorbeigelaufen. Ah, da müssen wir ja dann im Nachhinein nochmal zurück und gucken. Mensch. Von einem Ding ins nächste hier. So, was ist hinter mir? Da ist was zu lesen. Lara, ich glaube, ich habe deine Spuren gefunden. Ich wusste, dass du lebst. Es braucht mehr als 1000 Tonnen Eis und Schnee, um meinen kleinen Vogel auszuschalten. In den Wäldern passiert etwas Merkwürdiges. Und es ist nicht Trinity. Jemand anderes beobachtet mich aus den Bäumen. Ich hatte etwas Essen im Rucksack. Alte Energieriegel. Aber sie sind fast alle. Hab die letzte Nacht in einem toten Baum geschlafen. Und heute Morgen war da ein Geschenk für mich. Trockenfleisch und Beeren, eingewickelt in ein Hirschfell. Ich dachte erst, ich träume, aber hier ist jemand, der sich um mich kümmert. Ich hoffe, sie kümmern sich auch um dich. Besser wär's. Gut, dann lassen wir mal die Ratten Ratten sein. Und gehen weiter nach vorn. Und sind mal ganz still. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Oh, fuck! Schießen ab! Bitte nicht. Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Oh, der ist so dumm, ey. Ja! Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. War nicht ein Gitter drin in der Scheibe?
Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet. Ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Der weiß natürlich, was passiert ist, Herr Kerl. Die Tür. Lara im Modus. So, wir haben ein neues Lagerfeuer freigeschaltet. Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns um sie kümmern. So, eine Leiter. Komm, wir setzen uns mal kurz. Okay, hier gibt's nichts. Okay, einmal kurz setzen. Keine Fähigkeitenpunkte, aber Waffen können wir ausbauen. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Wollen wir uns mal die Winterjacke anziehen? Schätze, dann geht's Lara ein bisschen besser. Und wir haben einfach mal ein neues Outfit, womit wir zocken können. Okay, Lara. So, jetzt schnappen wir uns den Trinity Mongo. Noch was hier drin? Eine Ölkanne. Plus 16 Öl. Sehr nice. Oh, da musst du dich durchquetschen. Achtung, Kopf einziehen. Nice. Seid ihr verrückt? Oh, muss sie plündern. Das ist der andere. Oh, fuck. Was geht hier drin denn ab? Raus hier! Alter! Komm raus, weiter, weiter! Nein, nicht stehen bleiben! Nachladen? Haben wir irgendwas? Heiliger! Blätter habe ich voll. Sichtkontakt zum Ziel. T4, beim Anführer sammeln. Wir kümmern uns darum. Verdammt! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, dann bleib doch da stehen, du dumme Nudel. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle angreifen. Und jetzt? Granate raus! Ach, dir aber Glück, dass da Wasser ist. Durchs Brett. Okay, einmal hier durchschwimmen. Zum Glück haben wir unser Atemgerät dabei, da können wir unendlich im Wasser bleiben. Eingekreist. Vorsichtig vorgehen. Wie sind die gerade auf mich? Fuck! Lad nach! Kacke, Granate! Okay, verbinden. Und drei.
Frauen. Das war der letzte von ihnen. Boah. Ich muss zurück zu Jonah. Dieser Kackrauch hier auch, ne? Boah, das war heftig schwer. Das war das erste Mal, dass ich mich heilen musste. Okay. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Bringen die den jetzt dahin? Der Berg. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. What the fuck? Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Wofür denn bereit machen? Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher. Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance.
Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Och, der ist ja naheliegend. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Ich bin aber nicht bereit, nämlich erst in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann gehen wir endlich mal in die Stadt Kitesh. Ich bin gespannt, was für böse Unsterbliche da auf uns warten und wie man sie besiegen kann. Ich hoffe mit einem Pfeil in den Kopf. Bis dahin, stay Pam, ciao. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.